Ja. Liebe Michelina Bossari, meine Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude, nach vielen Jahren wieder einmal auf diesem außerordentlichen Platz mit dieser ungewöhnlichen Akustik, mit diesem wunderbaren animierten und animierenden Publikum zusammen zu sein und mit Ihnen einige Gedanken auszutauschen. Ich möchte an dem heutigen Abend einige Ideen vortragen, die von einem seltsamen Gegenstand handeln, den ich nenne den absoluten Imperativ. Seit etwa 3000 Jahren kann man beobachten, dass in den sogenannten Hochkulturen in Asien, im Mittleren Orient und im Bereich des Mittelmeeres neue Formen der Ethik entstanden sind, die alle in einen einzigen Satz zusammengefasst werden können. Und dieser einfache Satz lautet im Osten wie im Westen, dass der Mensch so wie er ist, nicht genügt. Und dieses Nichtgenügen wird zum Ausdruck gebracht in einer sehr einfachen Formel, die in allen großen Kulturen entdeckt werden kann. Ja. Nämlich in dem Satz, du musst dein Leben ändern. Wir hören diesen Satz in den christlichen Evangelien. Dort wird keine gemütliche, keine freundliche Sprache gesprochen, sondern man hört den harten Ton, den neuen harten metaphysischen Ton der neuen Ethik. Wenn Jesus zu seinen Schülern, die noch keine Schüler sind, sondern nur Interessenten, wenn er zu ihnen sagt, wer seinen Vater und seine Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wir hören denselben harten Ton in den Reden des Buddha, wenn er sagt, wer keinen Vater hat, wer für keine Familie sorgt, wer durch keine Verwandten gefesselt wird, wer nicht durch Familien gefesselt wird, den nenne ich einen Brahmanen. Also wir haben hier eine neue Ethik. Wir haben das eben schon richtig gehört. Es ist eine Ethik sozusagen der moralischen Unwahrscheinlichkeit eine Ethik, die zur Revolution in der ersten Person aufruft. Genauer gesagt, auch eine Ethik in der zweiten Person ist, weil es immer einen Trainer gibt, einen Lehrer, der den Schüler in dieser unbedingten Weise anspricht. Die Hochkulturen haben mit dieser Ethik
über einen Zeitraum von etwa 2000 Jahren experimentiert. Dann ist in Europa etwas passiert, was bis heute nicht beendet ist. Die Europäer haben in der sogenannten Renaissance, die in Italien und in den Niederlanden begonnen hat, die Europäer haben damals ein ungeheures neues pädagogisches Experiment gestartet, indem sie den ethischen Elitismus der Antike, wo immer nur wenige zur Weisheit gelangen, ersetzt haben durch einen Universalismus des Unmöglichen. Seit dem 15. Jahrhundert hat sich Europa sozusagen als die Pilotkultur des übrigen Planeten verwandelt in ein riesiges Trainingslager. In ein riesiges Trainingslager, in dem die Schule das Kloster ersetzt. Es sind jetzt nicht mehr die wenigen, die auserwählt werden sollen. Es sind nicht mehr es sind nicht mehr die wenigen Menschen, die in der Mitte ihres Lebensweges, um hier Dante zu zitieren, die nicht mehr in der Mitte ihres Lebensweges von einer großen Krise ergriffen werden und ihre Lebensrichtung ändern. Europa greift seit dem Jahr 1500 nach den Kindern. Das heißt, wir warten nicht mehr darauf, dass die Metanoia in der Mitte des Lebensweges stattfindet, sondern wir integrieren die Kinder von Anfang an in ein riesiges metanoetisches Experiment, in dem wir sie von vornherein in eine Welt einführen, in der alles Schule ist. Der erste große Denker der Pädagogik, dieses Typs, war der protestantische Theologe Comenius. Johann Amos Comenius, der einen didaktischen Neoplatonismus entworfen hat. Ein Neoplatonismus didaktischer Art, der den großen Satz von Shakespeare: Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Menschen sind bloße Schauspieler. Umwandelt in den Satz, die ganze Welt ist eine Schule und alle Menschen sind bloße Schüler. Es ist ein ungeheurer Moment, wenn in Europa zwei oder drei neue große Metaphern für die Welt als Ganze geschaffen werden. Bei Shakespeare und den Barockautoren Spaniens wird die ganze Welt eine Bühne. Für die Militärs der Moderne wird die ganze Welt ein Schlachtfeld. Alle Menschen werden Soldaten und müssen auch exerzieren.
und müssen entsprechende Übungen durchführen. Und von der Seite der Schule her kommen jetzt die Pädagogen und verwandeln die ganze Welt in eine Schule. Ja. Ja. Comenius schreibt, dass die Welt zu Recht eine Schule genannt wird, zeigt zunächst die Sache selbst. Ja. Denn was ist eine Schule? Sie wird gemeinhin definiert als Versammlung derer, die Nützliches lehren und lernen. Ja. Hier verwendet er übrigens das schöne Wort Coetus. Coetus, also die Zusammenkunft derer, die Nützliches lernen und lehren. Ja. Ja. Wo man vielleicht auch eine feine Andeutung der sozusagen erotischen Komponente dieser Lernschule, nicht? Und dieser lernenden Welt. Ja. Ja. Und er sagt dann weiter, alles ist erfüllt mit Disziplinen, mit verschiedenem Rüstzeug zum Ermahnen, zum Zuraten und zum Antreiben. Und deshalb lässt sich die Welt nicht zu Unrecht als ein Haus der Disziplin. Kurzum, wir müssen uns klar machen, wir leben seither in einer Welt, in der sozusagen die dominierende Form der Anthropotechnik, die Skolarisierung großer Populationen ist. Ja. Wir haben zum ersten Mal mit einer Gesellschaft zu tun, in der die große Mehrheit der Menschen alphabetisiert sind. Ja, ja. Sie sind lesefähig geworden. Ja. Wir glauben an eine Art Demokratie der Urteilskraft. Ja, ja. Ja. Und integrieren riesige Populationen in ein beispielloses Experiment, sozusagen kollektiver Vernunft. Also bei den modernen Menschen Europas geht zum ersten Mal die allgemeine Domestikation des Menschen durch den Menschen über in eine allgemeine Skolarisierung. Das gibt Anlass zu der Beobachtung, dass die gesamte moderne Philosophie, die ganze moderne Soziologie in der Regel sozusagen auf ihrem didaktischen Auge blind ist. Ja. Denn die moderne Philosophie spricht in der Regel davon, dass Menschen Arbeitswesen sind. Und die modernen Soziologien sprechen davon, dass die Menschen Kommunikationswesen sind. Ja. Und beide sind aber blind auf dem Auge, auf dem es darauf ankäme, den Menschen zu sehen als ein Wesen, das von Grund auf immer in einem Training existiert. Ja. Und dieses Fundamentaltraining kann nicht gesehen und nicht verstanden werden, solange wir glauben, dass Menschen nur Wesen sind, die arbeiten oder kommunizieren. Ja. 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 Die Wahrheit ist, Menschen üben. Ja, ja.
Üben heißt eine Tätigkeit so ausüben, dass die Fähigkeit, diese Tätigkeit auszuüben, reproduziert wird. Ja. Ja. Europäer machen nun aber, und das haben antike Menschen vor ihnen schon ebenfalls erlebt, sie haben die große Entdeckung gemacht. Alle Pädagogik beruht auf dieser Entdeckung, dass Menschen Dinge, die sie oft tun, die sie mit großer Intensität tun, mit der Zeit besser tun. Ja. Das heißt, ja. 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 In den modernen Trainingswissenschaften hat man dieses Phänomen umschrieben oder interpretiert durch das Phänomen der Hyperkompensation. Ja. Ja. Hyperkompensation bedeutet, dass durch die Ausübung einer Tätigkeit nicht nur die einfache Fähigkeit zur Reproduktion dieser Tätigkeit verstärkt wird, sondern dass nach einer starken Verausgabung das Reservoir von Kraft und Fähigkeit regeneriert wird bis zu einem Niveau, das über der Ausgangsebene lag. Ja. Von diesem Augenblick an besitzen wir, und das ist ein Prinzip, das im 19. Jahrhundert schon wissenschaftlich beschrieben worden ist, besitzen wir ein Instrument, menschliche Optimierungen in den Ausdrücken einer allgemeinen Trainingstheorie zu artikulieren. Ich nenne das die menschliche Existenz ist eingeschlossen in einen autoplastischen Kreis. Autoplastische Tätigkeit bedeutet, dass Menschen wenn sie nicht gerade Unfälle haben, nicht wahr? Ja, dass Menschen sozusagen in einem Zirkel, in einem autoplastischen Zirkel existieren, den man auch nennen kann den Circulus Virtuosus. Ja. Der Circulus Virtuosus ist der Prozess, in dem Handlungen auf den Handelnden selber auf einem sehr kurzen Weg zurückwirken. Man könnte also sagen, dass der erste Lehrsatz aller Trainingstheorie und damit der erste Lehrsatz aller Anthropotechnik lautet, das Können beim Menschen, das unter ständiger Spannung steht, erzeugt aus sich selbst gesteigertes Können. Ja. Wenn man im Circulus Virtuosus lebt, dann mündet das erste Gelingen in ein höheres Gelingen und
Und jeder Erfolg erzeugt einen noch größeren Erfolg. Ja. Das stellt uns vor die Aufgabe zu entscheiden, was hat eigentlich Jesus gesagt in dem bekannten Satz aus Matthäus 25. Ja. Ja, wenn er sagt, wer hat, dem wird gegeben werden. Ja, ja. Wir müssen jetzt entscheiden, ob Jesus hier sozusagen ein Zeuge für einen galiläischen Frühkapitalismus ist, ja, oder ob er sozusagen eine Art von israelischen Neoliberalismus antizipiert hat, oder ob er eine intuitive Formulierung des Circulus Virtuosus vorgetragen hat. Ja. Ich votiere für die zweite Option und schließe mich den Kollegen an, die in der Soziologie die Beobachtung elaboriert haben, die sie den Matthäus-Effekt nennen. Ja. Ja. Das heißt auch, dass alle Menschen, die in so einem Steigerungszirkel leben, ja, die das Wachstum ihrer Kräfte selber erlebt haben, miteinander auf eine merkwürdige Weise kommunizieren können. Ja. 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 Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen jemals das Glück oder das Unglück hatte, bei einem Management-Kongress dabei zu sein. Ja. Aber es ist sehr typisch, dass heute Manager, wenn sie Fortbildungen machen oder Trainings machen, dann laden sie manchmal große Musiker ein oder sie laden einen Zehnkämpfer ein oder sie laden den Trainer der Fußballnationalmannschaft ein oder sie kommunizieren also mit irgendwelchen Menschen, anderen Menschen, die Erfahrung des Circulus Virtuosus auf ihre Weise bereits entwickelt haben. Ja. Ja. Das alles läuft auf die Beobachtung hinaus, dass es die tägliche Zeile ist, die den Künstler formt. Ja. 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 Dass es der tägliche Verzicht ist, der den Asketen hervorbringt. Ja. Der tägliche, ja, ja. Und dass der tägliche Umgang mit den Machtbedürfnissen anderer Menschen den Diplomaten ausmacht. Ich möchte über die Erschaffung des Menschen durch die Dinge, genau gesagt durch die Trainingsinstrumente, noch einen zweiten Gedankengang anfügen und spreche über die Menschenausstatter im Allgemeinen. Ja. Es ist eine Tatsache, dass zu Beginn der Moderne der absolute Imperativ, du musst dein Leben ändern, nicht mehr ein Monopol der monastischen und klerikalen Kreise bleibt, sondern dass er ausschwärmt in die ganze Gesellschaft. Und dass er über die Pädagogen, über die Künstler, über die Unternehmer und die Politiker in das gesamte soziale Feld disseminiert wird. Das Privileg, den absoluten Imperativ zu übermitteln,
geht zu Beginn der Neuzeit den Inhabern der religiösen Sprechämtern verloren und wird übertragen auf eine Anzahl von säkularen Agenturen. Unter diesen sind besonders nennenswert der frühneuzeitliche Fürst als Schirmherr der Menschenproduktion. Ja, ja. Hier muss ich eine Fußnote anfügen. Die Tatsache, dass in Europa vom 17. und 18. Jahrhundert an sogenannte Proletariate entstanden sind, ja, ja, ist nicht ein Resultat der beginnenden Industrialisierung gewesen, sondern es war das Resultat einer von der katholischen Kirche im Einklang mit dem absolutistischen Staat praktizierten Politik der systematischen Menschenproduktion. Ja, einer Menschenproduktion, die automatisch in eine Menschenüberproduktion gemündet ist. Ja. 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 Neben diese barocken Pädagogen und die neuzeitlichen Fürsten treten im Laufe der Zeit ganze Scharen von Beratern und Berater und Einflüster, Konsultanten und Einflüsterern, die sich an ihre Mitmenschen nicht mehr als Überbringer des metanoetischen Imperativs wenden, sondern als Vermittler von praktischen Neuerungen, die eher technische Vorteile als moralische Besserungen zum Inhalt haben. Ja. Ja. Ich nenne sie die Menschenausstatter der Neuzeit. Ihnen kommt eine hohe Bedeutung für die Formung der menschlichen Materie ihrer Zeit zu, weil sie sich nie auf die für Philosophen verführerische Ideologie des unbemittelten, des unbedingten Menschen einließen. Die neuen Ausstatter wählen zum Menschen den pragmatischen Zugang. Sie sehen in ihm in erster Linie den Klienten, das heißt den von beschaffbaren Dingen umgebenen, von Dingen stimulierten, mit Dingen übenden Teilhaber an der Güter- und Sachenwelt. Sie sprechen nie von dem einen, das Not tut, solange sie für nützliche Innovationen werben können. Sie legen den Zeitgenossen nahe, ihr Leben durch Teilnahme an aktuellen Künstlichkeiten zu verändern und ihren existenziellen Tonus, nicht zuletzt ihre Wettbewerbsfähigkeit durch neue Informationsmittel, neue Komfortmittel, neue Distinktionsmittel zu heben. Dieser neue Markt zersetzt das archaische Entweder-Oder der ethischen Differenz. Jetzt können sich Fundamentalisten in Kunden verwandeln, aus Gläubigen werden Leser, aus Weltflüchtern werden Medienbenutzer. Ja. Wer sein Leben ändern will, sieht sich in einem ständig wachsenden Horizont von Lebensergänzungsmitteln und Lebenssteigerungsmitteln versetzt. Sie bilden die stärksten Attraktoren in der modernen Flut der Waren, die man zu Unrecht oft allein unter dem Aspekt des Konsums beschreibt. Ja. Mit ihrem Erwerb ist die Teilhabe an gehobenen Fitnesschancen und erweiterten Genugtuungen verknüpft. Das reicht von den ersten Editionen der humanistischen Autoren bis zu den Flatrate-Zugängen in die vernetzte Welt, von den Gewürzen aus den Molukken
bis zu den von Parker notierten Grand Cru du Médoc. Von den groben Handprothesen der Götz von Berlichingen Zeit bis zu den Hightech-Implantaten der Gegenwart. Von den Kutschen der Ära Kaiser Maximilians bis zu den Luxus-Jeeps für die Mobilitätselite der letzten Benzinjahre. Ich möchte von diesen Überlegungen ausgehen, noch einen Schritt weiter gehen und versuchen, einen der interessantesten Begriffe der zeitgenössischen Philosophie, den Begriff der Gelassenheit, wie Martin Heidegger ihn definiert hat, neu zu beleuchten. Ja. Der Begriff Gelassenheit lässt sich in den romanischen Sprachen nicht ohne Verlust übersetzen, weil dieser Begriff, der im späten 13. Jahrhundert, im frühen 14. Jahrhundert von den mystischen Theologen geprägt worden war, des frühen 14. Jahrhunderts. Dieser Begriff enthält für das deutsche Ohr ein verbales Element, das auf die menschliche Passivität bzw. auf die menschliche Geduld, die menschliche Patienz hindeutet, nämlich das Verbum lassen. Lassen, ja. Wir müssen also praktisch, wenn wir hier von der Gelassenheit sprechen und das mit Abandono wiedergeben, eigentlich immer an das Verbum lasciare denken, ja. Das von den subtilsten Konnotationen bis zu den Formen der Trivialkultur, wie sie bei den Beatles beobachtet werden konnten. So ein Kontinuum von Bedeutungen annimmt, die sozusagen mit guter Passivität zusammenhängen. Ja, ja. Der moderne Mensch wurde in der Regel ja als ein Täter charakterisiert oder, wie man auch sagt, als ein Agent. Nicht? Ich vermute, dass mein Freund Bruno Latour heute Abend in Carpi seinem Publikum alles über den Agenten verrät und sich auf diese Weise in die Tradition der modernen Aktivitätsphilosophie integriert. Ja. Ich habe eher den Gegenvorschlag zu präsentieren, dass Menschen der Moderne neben ihrer Fähigkeit, ihren Aktionsradius zu vergrößern, ebenfalls die Fähigkeit entwickeln müssen, ihren Passivitätsradius zu vergrößern. Ja. Ja. Und zwar deswegen, weil wir je mehr wir selber tun können, desto mehr können auch die anderen tun. Und desto mehr werde ich Objekt, und zwar glückliches, wenn es alles gut geht, glückliches Objekt des Handelnkönnens der anderen. Ja. Und ich denke, diese Situation muss neu interpretiert werden. Ja. Für die Kenner der Philosophie des 20. Jahrhunderts ist
unvergesslich, wie Jean-Paul sagte in seinem Buch Das Sein und das Nichts, die Position der Aktivität, und zwar der interpersonalen Aktivität, mit dem Sadismus korreliert hat, während die passive Position von ihm mit dem Masochismus in Verbindung gebracht worden ist. Ja. Ja, ja. Diese Distinktion zwischen Sadismus des Handelns und dem Masochismus des Leidens ist nicht ausreichend, um die Erfahrung moderner Menschen mit dem Handeln können der anderen adäquat zu interpretieren. Ja. Ja. Ich glaube, es ist viel vernünftiger, hier sozusagen ein neues Begriffsfeld anzubieten, das uns hilft, das Handeln lassen des anderen ohne Masochismus zu interpretieren. Ja, 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 ja. Ich habe bisher versucht zu zeigen, dass der Mensch, soweit er im Training ist, ja, ja, immer in einer Form sozusagen des Operierens an sich selbst sich befindet, weil er immer sozusagen die Rückwirkungen seines Handelns, also in seinem Training, die Rückwirkungen seiner Tätigkeit auf sich selbst als das eigentliche Resultat seines Handelns begreift. Ja. 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 Deswegen ist übrigens der Mensch, der trainiert, zunächst einmal per Definition nicht entfremdet, weil sich das Resultat seiner Tätigkeit nicht von ihm trennt, sondern es fließt in ihn selbst zurück. Ja. 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 Er ist nur dann entfremdet, wenn er besessen ist von einem falschen Selbstbild, wie zum Beispiel Spitzensportler, die die falsche Sportart gewählt haben oder die Dämonie eines falschen Ehrgeizes erleiden. Aber normalerweise ist die Übungshandlung von ihrem Resultat her gedacht nicht der Entfremdung fähig, weil sich eine Trennung von Subjekt und Objekt nicht vollzieht. Das Resultat der Übung ist kehrt unmittelbar in den Übenden zurück. So wie wenn Sie im Yoga eine schöne Kerze machen, ist das Resultat dieser Übung sozusagen dem Körper des Übenden inhärent. Für diesen ganzen Vorgang können wir den Begriff sich operieren einsetzen. Dieses sich operieren ist allerdings sozusagen nur die Hälfte des Programms, das ein modernes Subjekt erwerben muss. Denn das, was Michel Foucault die Sorge des Subjekts um sich selbst genannt hat, ja, ist immer ein Kompositum aus sich operieren und sich operieren lassen. Und daraus entsteht ein großes System von willkommener Passivität im modernen Subjekt. Ja, ja. Das heißt, die Dinge, die den Menschen hervorbringen, liegen in der Hand des anderen. Und sie kommen durch die Hand des anderen zu mir zurück, aber auch nicht in einer entfremdeten Form, sondern so,
dass ich mir in der Passivität das Handeln können des anderen aneigne. Und an dieser Stelle können wir den von Heidegger wieder benutzten Begriff der Gelassenheit mit seinen ganzen mystischen Konnotationen einer radikalen Modernisierung unterwerfen und zeigen, dass die Gelassenheit in Wahrheit ein Können ist, nämlich ein Können, das sich auf die Aneignung der Handlungsfähigkeit der anderen bezieht. Ich nenne diese Fähigkeit, das Handeln des anderen sich selber anzueignen, das Leben in einem autooperativ gekrümmten Raum. Also ich operiere an mir selbst, indem ich andere an mir operieren lasse. Das müssen Sie nicht unbedingt chirurgisch interpretieren, sondern das ist ein allgemeines Schema. Jedes Mal, wenn ich in der Situation einer willkommenen Passivität mich befinde, kann ich diese Krümmung des autooperativen Raumes zu meinem eigenen Vorteil erleben. Die willkommene Passivität prägt sich in zahlreichen Varianten aus. Sich informieren lassen. Da hat der andere den Fotoapparat in der Hand. Der andere hat das Mikrofon in der Hand. Der andere druckt die Zeitung. Der andere erscheint auf dem Bildschirm und vollzieht eine willkommene Invasion in deinen informatischen Raum. Du kannst dich also informieren lassen. Du kannst dich bedienen lassen. Du kannst dich beliefern lassen. Du kannst dich erregen lassen. Du kannst dich heilen lassen. Du kannst dich erbauen lassen. Du kannst dich versichern lassen. Du kannst dich transportieren lassen. Ja. Heidegger ist, glaube ich, einmal oder zweimal in seinem Leben als Beifahrer im Auto eines Kollegen mitgefahren. Bei einem Vortrag in Hamburg. Das müssen wir sozusagen als philosophische Leistung akzeptieren, denn das Ruhighalten auf dem Beifahrersitz in einem Automobil, das ein anderer beherrscht, ist eigentlich, wenn Sie so wollen, das ist der Ernst, das ist doch der Ernstfall dessen, was man mit gutem Grund Gelassenheit in der modernen Welt nennen kann. Aber die willkommene Passivität hat noch mehr Anwendungsfälle, zum Beispiel sich vertreten lassen, sich beraten lassen, sich korrigieren lassen und so weiter. Es gibt aber auch sozusagen problematische Formen von willkommener Passivität. Zum Beispiel, man kann das heute in der ganzen europäischen Politik sehr gut beobachten. Wir erleben ja heute kollektiv den Übergang der Politik in einen neuen Aggregatzustand, denn
den man nennen könnte, die Generalisierung der Hypnopolitik. Ja. Ja. Das heißt, die Herrschaft durch die Suggestion oder die Autosuggestion ist heute in einem unbekannten Ausmaß generalisiert worden. Und mit anderen Worten, wir haben Grund, uns Gedanken darüber zu machen, was es bedeutet, dass heute sich fast alle Europäer in einem Wettbewerb des sich betrügen Lassens befinden. Ja. Ja. Das heißt, sich betrügen lassen wird immer dann ein authentisches Bedürfnis, wenn ein Subjekt seinen Bedarf an Selbsttäuschung nicht aus eigenen Mitteln decken kann, ja, und sich daher sozusagen an einen Hypnotiseur oder an einen Hypnopolitiker oder einen sozusagen professionellen Illusionisten wendet. Nicht wahr? Aber immer ist es so, dass die sartrische Form, Passivität zu beschreiben, eben nicht ausreicht, um die Vielzahl der Situationen zu würdigen, in der moderne Menschen sozusagen in der passiven Hälfte ihrer Subjektivierung auch in gewisser Weise virtuos werden können. Ja. Denn der moderne Mensch ist auch immer ein Virtuose des Etwas mit sich machen lassen. In all diesen Fällen, nicht, von der freiwilligen Passivität, kann man ganz gut zeigen, auf welche Weise das Lassen, das Handeln lassen des Anders in meine Eigentätigkeit integriert wird. Ja. 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 Das heißt, ich komme hier noch einmal auf diese Formulierung von dem autooperativ gekrümmten Raum zurück. Ja. Ja. Das ist immer dann gegeben, wenn Menschen in einer sehr arbeitsteiligen Situation darauf angewiesen sind, dass Kompetenz beim anderen sich in positiver Weise akkumuliert hat und dass ich sozusagen vom Training des anderen, von der Kompetenz des anderen auch selber profitieren kann. Ja, 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 ja. Und das ist einer der Gründe, warum der berühmteste Satz des Existenzialismus, ebenfalls von Jean-Paul Sartre artikuliert, wonach der Mensch zur Freiheit verdammt ist. Ja. 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 Heute, angesichts der großen Entfaltung der sozialen Beziehungen heute und angesichts der gewachsenen Komplexität sozialer Beziehungen, ja, ja, ersetzt werden muss durch einen Satz, der vielleicht genauso tragisch ist wie der Satz von Sartre, obwohl er viel heiterer klingt. Ja. Denn die Menschen von heute sind zum Vertrauen verdammt. Und ich glaube, das ist ein Satz, mit dem ein Vortrag an einem schönen Spätsommerabend
in Modena enden kann.